Bitte ist mein Name. Sprich da mit Herrn Hans Vorderziege. Ja, wer ist da bitte? Super. Sebastian Richter ist mein Name. Von der Investing.com melde ich mich, Herr Vorderziege. Ja. Es geht Ihnen einmal um eine Aktivierung, wo Sie getätigt haben, der Finanzmarkt, da haben Sie sich interessiert für Bitcoin und Forex. Ist das so richtig? Ja. Dogecoin wollte ich haben. Super. Sitzen Sie vielleicht momentan zu Hause? Ja, im Prinzip ja eigentlich fast immer, ne? Super. Haben Sie auch einen PC vor sich? Nee, der ist im Wohnzimmer. Könnten Sie mal dorthin gehen und ihn mal ganz kurz anmachen? Soll den ausmachen? Anmachen, bitte. Ach so. Ja, einen Moment, bitte. Mich schon gewundert. Warum? Naja, warum mir jemand sagt, ich soll den Computer ausmachen. Nein, anmachen, nicht ausmachen. Ja, das hatte ich ja falsch verstanden. Kein Problem. Das kann schon mal passieren. Wie geht es Ihnen? Geht es Ihnen gut soweit? Ja, doch. Das ist schön zu hören. Ich warte jetzt im Prinzip ja auf den Impftermin, ne? Dass ich auch mal wieder an Ententeich raus kann. Schön. Wann haben Sie den Termin? Nee, da bekomme ich ja noch. Deswegen dachte ich jetzt, Sie rufen von Impfzentrum an. Nein. Also, wir rufen direkt von der Börse an, weil Sie haben sich ja mal interessiert für Bitcoins, für Coins. Und natürlich auch für Forex und Kryptowährungen. Ja. Deswegen wurden die Zugangsdaten jetzt bei uns weitergeleitet. Und die wollte ich mit Ihnen eigentlich durchgehen und Ihnen gerne einen Platz reservieren, weil wir haben heute viele Events bei Coins. Sie haben was bitte? Viele Events haben wir heute. Was ist das? Events sind, wie wir zum Beispiel bei Coins, da tun sich alle Banker weltweit um 18 Uhr versammeln. Und dann geht's da richtig los mit Handeln, wie zum Beispiel über Aktien, über Bitcoins, über Coins, über Forex, über Kryptowährung, über Gold. Da werden dann alle zusammengetan, weltweit und natürlich auch international. Ach, und ich soll da teilnehmen? Nein, wie meinen Sie da teilnehmen? Ja, soll ich da mitmachen bei diesem Treffen? Gerne. Ich würde Sie gerne mitnehmen. Ach so, ja, das ja. Ich freue mich mal wieder rauszukommen. Das ist schon so. So, dann sitzen Sie jetzt momentan vom PC. Ja, ich habe den gerade hier gefunden. Alles super. Haben Sie auch AnyDesk auf dem PC? Habe ich was, bitte? AnyDesk oder TeamViewer. Ja, das hat mein Enkelsohn, der ist immer, wenn ich da nicht zurechtkomme, dann hilft er mir, weil der wohnt ja weiter weg, nicht wahr? Okay, ist kein Problem. Haben Sie irgendwas in den Rechner, wo Sie, also TeamViewer oder AnyDesk? Ja, das habe ich. Prima, dann was haben Sie? Ist es TeamViewer oder AnyDesk? Nee, dieses AnyDings da. AnyDesk. AnyDings, der war gut. Super, dann benötige ich einmal bitte die neuen Nummern von AnyDesk. Ah, wie ging das nochmal? Wenn Sie das installiert haben, schauen Sie mal bitte bei der Startseite unten. Ach nein, ich habe das hier auf den Hintergrund. Ah, okay, das ist noch besser. Dann rufen Sie das mal auf und dann sind neun Nummern. Die sind oben links und die müssen Sie mir bitte durchnehmen. Ja, das ist 11. Ja. 05. Ja. 2021. 2021. Da würde ich Sie einmal bitten, dass Sie mich. Okay, das ist eine falsche Nummer. 1, warum? 1, das, 0, ist, das ist doch der 11.05. heute. Ja, aber ich benötige die AnyDesk-Nummer. Ach, da sagen Sie das doch gleich. Das ist 984. Nur einen Moment bitte. 984, ja. 646. 646, ja. 966, nicht wahr? Super. Ja, ich bin nicht so gut mit den Sachen. Kein Problem. Sind Sie Lenovo? Das bin ich. Da müssen Sie anstehen, annehmen, akzeptieren, erlauben oder zulassen. Sind Sie von der Firma, was diese Sachen ist? Ich habe, glaube ich, die Tastatur ist, glaube ich, von Lenovo. Von denen sind wir, genau. Ja. Von denen sind wir.
Super. Ist es jetzt mal in Ordnung für Sie, wenn ich mal ganz kurz für Sie übernehmen tue, Können Sie, damit ich Ihnen das Ganze. wenn wir jetzt schon gerade sprechen, ne, mir sind die Tage, ist mir die Tastatur runtergefallen und da Okay. funktionieren jetzt einige Knöpfe nicht mehr. Wie kann ich das denn, sag ich mal, da Hilfe bekommen, dass das wieder funktioniert? Ganz einfach. Sagen Sie zu Ihrem Neffen, der soll diese Knöpfe, wo nicht funktionieren tun, Ja. soll er mit einem Messer, die kann man ganz leicht rausholen, rausziehen. Ja, die sind Weil ja der schon Knopf. draußen. Das funktioniert ja nicht mehr. Und Okay. der wohnt ja in Bayern. Ich wohne ja in Berlin. Ne, das ist, er kann ja nicht deswegen Ah. dahin kommen. Natürlich. Dann machen wir das einfach mal so, ist kein Problem, dann schicke ich Ihnen eine neue Tastatur. Ja, wirklich? Dann ja, auf jeden Fall. Das senden wir Ihnen zu. Eine neue Tastatur bekommen Sie dann von uns. Ja. Und um das kümmere ich mich alles. Machen Sie sich gar keine Sorgen. Das ist super. Ich habe auch noch das, ich habe ja im Prinzip da, weil das ist ja so eine Gaming-Tastatur im Prinzip, ne, weil die ist ja so ergonomisch, weil ich habe ja so Hände wie so ein Eichhörnchen, dass das halt nicht wehtut beim Schreiben. Und Nein, nein. deswegen, ich habe ja im Prinzip auch diese Garantienummer, wenn Sie das brauchen. Das nehme ich mir gleich, das ist kein Problem, das nehme ich mir alles gleich und dann werde ich Ihnen natürlich dann eine neue Tastatur, eine schöne Tastatur, wo natürlich auch die Knöpfe ein bisschen weich sind, damit Sie dann auch ein bisschen besser schreiben können. Ja, gibt's denn die Modelle von 2019 noch oder ist das jetzt alles was Neues schon wieder? Also wir haben jetzt da von 2020 und 21, aber Ja. ich glaube, das sind noch paar Tastaturen, wenn ich mich jetzt nicht irre, von 2019. Aber ich werde mich auf jeden Fall schlau machen. Und ansonsten suche ich Ihnen gerne eine schönere Tastatur aus. Das werden wir dann alles gemeinsam machen. Machen Sie sich gar keine Soll Sorgen. ich Ihnen mal kurz den Modellnamen geben? Ich guck da mal Gerne, kurz. Es geben Sie ist mir, gerne, geben Sie mir ja, einen natürlich. Moment, bitte muss ich auch mal kurz drunter gucken. Soll ich Kein einfach Problem. vorlesen oder buchstabieren? Lesen Sie einfach vor. Ja, das ist klappriger. Ja. Klabautermann, das ist diese Tastatur im Piratendesign, ne? Also mit dem Papagei und mit dem Piratenkapitän, ne? Die Das kenne ich. fand ich so toll, die musste ich haben. Ich bin ja eigentlich raus aus dem Alter, aber ich habe Okay. gesagt, das muss ja ein bisschen Farbe ins Leben und darum habe ich mir Natürlich. den klapprigen Klabautermann dann geholt und jetzt, nachdem er runtergefallen ist. Also im Prinzip bin ich da ja nicht mal schuld dran, dass die Katze gewesen, weil das ist ja, sag ich mal, so dieses Modell ohne Kabel. Sonst wäre Natürlich. das Kabel ja in der Lage gewesen, das aufzufangen, aber die ist dann halt heruntergefallen auf die Fliesen. Kein Problem, hier ist kein Problem. Darum kümmere ich mich. Machen Sie da keine Sorgen. Das gleiche werde ich Ihnen nochmal schicken. Super. Und dann ist Und das ja im Prinzip, wenn Sie auch gerade noch mal die Garantie, das Garantiezertifikat, das brauchen Sie sicher auch. Das ist 0, natürlich. 0, 0. Nur einen Moment bitte. Also 00, ja. Bindestrich. Ja. Wilhelm Cäsar, also groß geschrieben. Cäsar, ja. Bindestrich. Ja. Friedrich, Richard. Ja. Ja. Emil, Ja. Siegfried und Ja. Herbert. Und Herbert, Und super. dahinter 7, also Bindestrich 67, das ist ja im Prinzip Sieben. der Garantiezettel, also die Nummer Genau, davon. genau, genau. Genau. Das Also machen Sie ist. sich da keine Sorgen. Sie werden das auf jeden Fall. Warten Sie mal. Heute ist Dienstag. Spätestens am Freitag oder Montagvormittag haben Sie das da So sofort. Schicke ich schnell? Ihnen. So schnell schicke ich Ihnen das, Oh, ja. Sie sind ja ein Engel. Gerne, gerne. Ah, vielen Kein Problem. Dank. Das ist ja Gerne. ganz toll. Und wie Sie, ich hab da noch, haben Sie noch eine Farbe? Sie sind ja technisch sehr affin. Ich habe auch sag ich mal, so einen Monitor im Prinzip ja von Lenovo, also von Ihnen. Gibt's das Modell, also es ist ein bisschen älter und was ganz Einfaches. Aber ich habe ja im Prinzip das Problem, dass immer ich schreibe Bücher, nicht wahr? Und nehme Hörbücher auf. Und immer Okay. wenn ich dann, sag ich mal, zur Mittagszeit am Computer arbeite, dann stört das Sonnenlicht ganz extrem. Ich habe früher immer einfach die, sag ich mal, die Vorhänge zugemacht.
Aber ich bin dann manchmal den ganzen Tag im Dunkeln gesessen und deswegen sind halt auch schon mal mehrere Pflanzen eingegangen. Es wäre jetzt Oh im mein Gott. Prinzip, um das abzukürzen, ich hätte im Prinzip gerne einen Monitor, der halt so eine Entspiegelung quasi drauf hat. Ich habe gesehen, da gibt's so Folien zum Draufkleben, aber ich wollte das richtig haben. Also kein Problem, das schicken wir Ihnen auch gerne. Ich würde Ihnen da empfehlen, Ja, was wir haben jetzt kostet neu. der? Also das kostet um die 25 bis 30 Euro, nicht mehr und nicht Ein weniger. Bildschirm? Also ein ganzen, ach so, ein ganzer Bildschirm. Ich würde Ihnen empfehlen, ich wenn Sie gerne möchten, schicke ich Ihnen natürlich einen neuen flachen Bildschirm. Ja, das wäre Würde großartig. ich Ihnen schicken. Also ich denke mal so um die 250 bis 320 Euro Ah, das ist dürfen Sie aber. schon damit. Sehen Sie, genau darum kaufe ich immer bei Lenovo, weil der ist, sag ich mal, eine gute Qualität und halt auch sehr günstig, nicht wahr? Weil ich bin bei mir im Fediamarkt gewesen, da hätte so ein entspiegelter Monitor 600 Euro aufwärts gekostet. Da habe ich gesagt, da kriege ich ja einen Laptop für. Mit dem kann Also ich mich ja in den dafür. Keller setzen. Das haben Sie gut gemacht. Nein, also ich denke mal so um die 300 Euro, 320 Euro dürften Sie rechnen. Ja. Und ich schicke Ihnen noch gerne ein Geschenk. Wir Oh. haben jetzt also, Sie brauchen keine Folie für Ihren Laptop, sondern wir haben so eine, so wie ein, wie soll ich Ihnen sagen, das ist so wie eine Folie, aber das kann man so drüber ziehen und dann fällt die Sonne nicht mehr hin. Und dann, wenn Sie das können Sie einfach nur klappen und wieder hochklappen. Da, Ja. dass die Sonne, genau, das ist ein modernes, bekommen Sie natürlich geschenkt von unserer Seite. Das ist ja großartig. Das schicken wir Ihnen gerne, dann schicke ich Ihnen gerne einen neuen Monitor, wenn Sie gerne möchten, und natürlich auch diese Tastatur mit den Piraten. Mit den Piraten, genau. Wie Genau. ich habe das einmal, mein letztes muss ich ja zugegeben, das habe ich ja gebraucht gekauft. Wie funktioniert das denn bei Ihnen? Geht das auf Rechnung oder per Nachname? Wie Sie gerne möchten. Nee, ich richte mich da nach Ihnen, ne? Also vielleicht wäre Nachname wäre vielleicht am besten, weil ich vergesse auch oft Sachen, nicht, dass ich die Rechnung dann da irgendwie auf den Kühlschrank lege. Ich will ja keine Probleme bekommen, nicht wahr? Nein, das werden Sie auf keinen Fall. Da machen wir das mit Nachnamen, ist kein Problem. Ist großartig. gerne, gerne. Da Haben machen Sie denn meine Kundenadresse da oder soll ich die einmal vortragen? Wir haben alles hier, ich werde mich darum kümmern, wir haben alles hier, die Kundennummer, Verifiziernummer, Registriernummer, alles haben wir schon drauf. Machen Sie da keine Sorgen, wie gesagt, spätestens Freitag, Montag haben Sie beides zu Hause, schicke ich Ihnen das Ganze. Jetzt ist ja Und dann. das Problem ist, ich bin ja, sag ich mal, ist noch gar nicht so lange her umgezogen. Welche Adresse Okay. haben Sie denn da stehen? Also da muss ich mal Ihre Akte durchwühlen. Muss ich mal schauen. Ich glaube, das ist immer noch die alte Adresse, aber Sie können mir gerne eine neue senden, das ist kein Problem. Ja. Genau, dann machen wir das gemeinsam. Und machen Sie da keine Sorgen, ich werde mir auf jeden Fall das Ganze alles in die Wege leiten, damit Sie das natürlich bis Freitag oder aber spätestens Montag Ja, alles haben. also das ist ja im Prinzip, ist die Postleitzahl ist ja 12107. Ja. Das ist Berlin. Berlin, ja. Ja, und die Anschrift ist Mariendorfer. Marien Fer, ja. Ja, Damm, also wie der Damm von den Ottern. Ja. 179. 179. Super. Ja, großartig. Das finde ich ja, ist ja, sag ich mal, legendär, dass Sie heute anrufen. Da will ich vor Freude Gerne, glatt eine Buttermilch trinken. gerne. Aber dringen Sie bitte auch rein für mich mit. Ja, wenn Sie, wo rufen Sie denn an? Wir rufen von Frankfurt an. Main oder? Main, Frankfurt am Main. Ja, das bisschen weit weg, sonst hätte ich gesagt, Sie können ja mal auf eine Buttermilch vorbeikommen. Da hätten Sie mir Ein bisschen vielleicht weit. helfen können, da ich mal diesen den neuen Monitor anzuschließen. Ist das denn Kein Problem. schwierig? Nein, das ist nicht schwierig. Das ist ganz einfach. Ich erkläre es Ihnen auch, wie das Ganze funktioniert. Wie Sie Ja. dann anschließen können, sobald Sie das bekommen, zeige ich Ihnen alles in Ruhe, wie Sie das machen können. Das Ist ist nicht schwierig. Das ist ganz großartig. einfach. Es ist ja echt eine tolle Dienstleistung bei Ihnen.
Gerne, gerne. Immer wieder gerne. So, jetzt da kommen wir nochmal kurz zur Geschäftlichen. Herr ja. Vordertige, wir wollten ja mit Coin, Sie wollten ja mit Coin starten. Darf ich mal fragen, weil die Plattform ist ja jetzt auch von Deutsche Coin. Sie sind ja auch hier. Wir müssen nochmal hier ganz kurz warten, weil Sie wollten ja mit Coins handeln. Das ist ja Deutsche Coin. Der war später. Die Plattform ist ja auf Ihren Namen. Sie sind hier Deutsche Coin. Ja. Weil Sie wollten ja mit Coins aktiv sein. Ja, ja, ich genau. habe das ja bei Twitter immer gelesen. Da überbieten sich die Leute ja mit Lobhuldigungen auf Wladimir Putin und den Dogecoin. Und da habe ich mir gedacht, da kann ich ja vielleicht auch noch, weil ich habe jüngst geerbt, ne, da ist mein Frau war im Dezember verstorben, dass ich da, okay, die hat, da, ja, nee, die, das ist schon gut so, dieser, das war ein ganz garstiger Drache, aber ich habe jetzt immerhin ein bisschen Geld geerbt und wollte mir halt, da sag ich mal, ein bisschen was, einsetzen eben, um das gerne, noch zu gerne. Vermehren, verstehen Sie das? Gerne. Darf ich mal fragen, bei welcher Hausbank sind Sie momentan? Nee, 179 ist die Hausnummer. Nein, ich meine, bei welcher Bank? Wie heißt Ihre Bank, Hausbank? Ach so, ja, Sparkasse. Ah, bei der Sparkasse, okay. Haben Sie da auch Online-Banking? Eulen? Online-Banking? Nee, ich wohne im Prinzip über der Filiale. Ich kann da immer runtergehen. Ach so, okay, das ist noch viel besser. Nee, das ist gar nicht, ich sag Ihnen, das ist am Monatsende, sag ich mal, wenn die ganzen Arbeitslosen ihr Geld auf dem Konto haben, da ist hier drei Tage lang Hochbetrieb, da fühle ich mich, als würde ich auf dem Hauptbahnhof wohnen. Glaube ich Ihnen gerne. Das heißt, darf ich mal fragen, Online-Banking, Sie wissen ja, was Online-Banking ist, oder? Nehme ich mal an. Ja, die richten einem das ja mit ein, ich habe das noch nie benutzt, nicht wahr? Aber Sie haben das, oder? Also theoretisch gab es wohl die Möglichkeit, ich habe gesagt, nun gut, solange das nichts kostet. Können Sie mir das einrichten? Okay, ja, haben Sie da auch den Benutzername und Passwort? Ja, natürlich. Irgendwo habe ich das stehen. Super. Jetzt wäre aber mal so? Ja die Frage, sag ich, mit diesen virtuellen Geldmünzen da. Ne? Ich habe, glaube ich, da zwei Tage gelesen. Ich habe nur nicht ganz verstanden, wie das so richtig funktioniert. Was muss man da wie viel muss man da denn so investieren und, sag ich mal, wann kann man wie viel, sag ich mal, Kapital zurückerwarten? Da haben sich, sag ich mal, sehr, sehr viel verschiedene Informationen gefunden. Also jederzeit können Sie Ihre Gewinne verlangen. Das heißt, Sie bekommen natürlich einen Broker, einen Handelsexperten. Der wird Ihnen zugestellt, zeigt Ihnen, wie das Ganze alles funktionieren tut. Kommt der hier nach Hause? Nein, das geht alles über Anydesk. Gut. Nein, das geht alles über Anydesk. Das heißt, er wird mit Ihnen das Ganze machen, zeigt Ihnen, wie das Ganze alles funktionieren tut. Er ist natürlich auch Ihr Account Manager, verwaltet Ihr Konto und Ihre Gewinne können Sie jederzeit auszahlen lassen, wann Sie wollen. Das hört sich gut an, aber erstmal muss ich ja Gewinne machen, sag ich mal, welchen Mengen sprechen wir denn da, junger Mann? Also mit wie viel müssten Sie denn gerne starten? Weil ja, das ist ja so die Frage, die ich mir jetzt, sag ich mal, stelle. Was ist denn, sag ich mal, sinnvoll? Gibt's da, sag ich mal, Risiken und wie lange dauert's, bis man da, sag ich mal, dann auch was herausbekommt, nicht wahr? Weil ich wollte das ja nicht zum Zeitvertreib machen, ich wollte ja schon profitieren. Natürlich, also das geht ganz schnell. Natürlich liegt es jetzt da auch an den ersten Einsatz, mit wie viel Sie steigen möchten. Ich würde Ihnen mal empfehlen bei Coin, dass wir mal mit einer guten Summe starten tun. Ja. Damit wir natürlich auch gute Profite erwirtschaften, weil die Profite werden täglich, jede 72 Stunden wird da die Profite erwirtschaftet bei Coin. Nochmal, weil da werden natürlich 72 Stunden? 72 Stunden werden da Profite automatisch erwirtschaftet, weil da versammeln sich natürlich alle Banker weltweit, international und natürlich auch über Deutschland und alles drum und dran. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, ich biete Ihnen den besten Senior Broker an. Den was bitte? Erfahrung, den besten Senior Broker, Junior Account, den Account Manager.
Das ist einer wirklich der besten. Der hat wirklich mit Coins, mit Bitcoins, mit alles drum und dran. Er hat Erfahrung. Er ist einer der besten. Oh. Sag ich ihn wirklich. Der ist ein Profi und der ist auch ein älterer Mensch. Ist 54 Jahre alt. Ha, ich bin älter. Aber ich kann Ihnen eins sagen, der hat Erfahrung. Wie, einen besseren gibt's nicht. Das ist großartig, dass Sie da solche Leute sollten mal in der Regierung sitzen, dann hätten wir nicht so Probleme. So, jetzt zeige ich Ihnen natürlich alles, wie das Ganze alles jetzt zustande kommt, wie das Ganze alles funktionieren tut, damit Sie natürlich auch Erfahrungen sammeln können. Also ist es nur, wenn Sie mal ganz kurz die Maus loslassen, damit ich Ihnen das. Ja, ich versuche das gerade auf, ob das irgendwo möglich ist, das auf Deutsch umzustellen. Weil das, heißt, ist, alles das ist ja Deutsch. Alles auf Französisch hier, das kann ich Nein, ja nicht das lesen. Ist alles auf Deutsch hier. Das ist alles auf Deutsch. Warten Sie mal, jetzt stellen wir das Ganze mal auf Deutsch um. Einen Moment bitte. So, jetzt gehen wir hier einmal auf Englisch und dann gehen wir hier auf Germany. So, möchten Sie gerne auch hier Passwort ändern? Ha, wie bitte? Möchten Sie gerne auch Ihr Passwort ändern? Das ist gar keine schlechte Idee. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wie das lautet. Das können wir ruhig machen. Gerne. So, dann würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie einmal, aber ich zeige Ihnen jetzt alles mal und dann können wir gerne das Passwort auch ändern. Ich finde, das sollten wir gleich machen, bevor ich das wieder gerne. Vergesse. Gerne. Ich habe da so ein Problem, mir Sachen zu merken. Dann würde ich Sie bitten, dass Sie einmal kurz hier Ihr neues Passwort eintragen, bitte. Ja, wann, welchem Jahr sind Sie denn geboren? Ich bin 1985 geboren. Ich hätte Sie für jünger gehalten. Ehrlich? Ah, nö, ich bin schon 35. Ich gehe jetzt auf 36, gehe ich schon. Ich habe jetzt genommen, Lenovo ist super 1985, sag ich mal, in ehrenvoller Anerkennung an diese freundliche Geste, die Sie mir da, sag ich mal, zuteil werden lassen. So, das Passwort wurde jetzt geändert. Bitte nicht vergessen, sehr, sehr wichtig, das speichern wir auch gleich. So, Sie sehen natürlich auch hier, Sie werden alles hier verfolgen. Sie können hier alles sehen. Ich zeige Ihnen natürlich, wie das Ganze alles funktioniert. Wie zum Beispiel hier, sehen Sie? Ja. Das ist jetzt so. So sah wenn das bei meiner Frau aus. Gibt es ja beim Arzt, wenn die dann feststellen, dass einer stirbt, da geht das vorher auch alles so runter. Ja, genau, wer ist da denn gestorben? Da ist keiner gestorben. Da sind die Wenzen steigen nach oben. Das heißt, bei Coins haben wir hier viele Möglichkeiten. Sie sehen auch hier, aber der Broker zeigt Ihnen, wie das alles funktionieren tut. Hier können Sie natürlich auch Ihre Profite sehen, wie das funktioniert alles. Und dann können wir auch natürlich alles gemeinsam machen. Hier werden Sie Ihre Profite sehen. Und hier zeige ich Ihnen gleich, wie Sie Ihre Gewinne dann auszahlen können. Zeige ich Ihnen alles in Ruhe. So, das sehen Sie auch hier, die Events, wann die losstarten. Um 14 Uhr haben wir heute Events und um 16 Uhr, um 19 Uhr haben wir hier Riesen-Events. Um 2 Uhr in der Früh haben wir hier Events. Ja, nee, das sage ich Ihnen aber gleich. Um 2 Uhr früh, da schlafe ich. Da werde ich nicht am Computer sitzen. Nein, um Gottes Willen, das machen wir alles. Ach so. Sie schlafen ganz ruhig, wie immer. Wir übernehmen die Arbeit für Sie. Ach so. Wir werden in Ihrem Namen die Profite erwirtschaften, natürlich. Langsam gibt das so ein Licht im Dunkeln. Jetzt sag mal, was ist da denn prozentuell in etwa drin? Also, Sie müssen sich so mal vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel alle Banker weltweit, international und weltweit sich zusammen sammeln tun, da bekommen Sie von jedem Banker bekommen Sie 10-19% auf Ihren zweites Girokonto gutgeschrieben. Von jedem einzelnen Banker? Von jedem einzelnen Banker bekommen Sie automatisch gutgeschrieben. Also ich kann wirklich eins sagen, innerhalb von maximal ein Monat bis zwei Monate würde da ein Gewinn entstehen in Höhe von 70.000 bis 80.000 Euro. Natürlich liegt es jetzt auch Wahnsinn. Am wie viel man da investieren muss. Deswegen machen wir das jetzt gemeinsam. Was wäre da denn notwendig, sag ich mal, wenn wir mal 80.000, hört sich ja verlockend an. Wie viel müsste man da denn investieren müssen, dass man das, sag ich mal, sich verdienen kann? Also da würde ich Ihnen mal mit 15.000 würde ich Ihnen mal
empfehlen? Ja, das ist kein Problem, das können wir gerne machen. Das lohnt sich ja richtig. Aber jetzt sagen Sie mal, Sie machen Genau. das ja bestimmt auch nicht aus reiner Menschenfreundlichkeit. Was kostet mich das denn? Gibt es da einen Also Mitgliedsbeitrag oder? an mich müssen Sie gar nichts zahlen. An mich müssen Sie gar nichts übernehmen. Ich bekomme meine Prozente direkt von der Börse. Was Sie nur machen müssen, ist, sobald wir Profite erwirtschaftet haben und Ihnen natürlich die Profite ausgezahlt haben, Ja. dann müssen Sie nur an Ihrem persönlichen Senior Broker um die 7,8 oder 8,5% müssen Sie an ihn zahlen. Nicht mehr und nicht weniger. Ah, das ist ja, ich krieg da gerade einen Anruf vom Herrn Doktor. Ich bin gleich wieder bei Ihnen, ja? Kein Problem, auf einmal weg. Ach, da ist er. Ja, das hat mit dem Doktor ein bisschen gedauert. Kein Weil der Problem, ist musste kein mir, wir Problem. haben hier in Berlin ja so viele Impfzentren, ne? Die haben jetzt ja im Prinzip die Legitimations-Bescheinigungs-Bestätigungs-Wartenummer ausgestellt. Okay. Und der musste die Adresse buchstabieren, weil dem seine Sprechstundenhilfe, Okay. die kommt aus Indien oder sowas. Und ich hab die einfach nicht verstanden, ne? Ah, kein Und dann Problem, kein. musste ich warten, bis der Herr Doktor Zeit hat, um das zu buchstabieren, weil die kannte das Kein Buchstabieralphabet nicht. Problem, ist kein Problem. Ja, So. ich habe ja schon Sorge gehabt, dass Sie jetzt aufgelegt hätten. Nein, 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 kein Problem. Ich habe schon gemerkt, dass Sie lange ein bisschen gebraucht haben, ist kein Ja. Problem. Hier können Sie alles über den Bitcoin und natürlich über den Coin lesen. Das ist das Gute Da hier. steht ja Aber überall das Minus dabei. Das ist ja nicht gut, ne? Nein, das hier sehen Sie auch auf Plus, aber die Minus, das ist ja auf fallende Coins. Das heißt, da werden täglich Profite erwirtschaftet, weil die ganzen Ah, Banker, schauen Sie mal das hier, da steht dieses LTC, kenne ich, die stellen da Airsoft-Waffen her, da habe ich, sage ich mal, diverse Modelle. Ah, okay. Ja. Super. So, das ist das Plattform, das zeigt Ihnen natürlich alles. Da würde ich Sie einmal bitten, darf ich mich fragen, bei welcher Sparkasse sind Sie? Berlin, glaube Ja, ich, gell? ich wohne ja in Berlin, nicht Okay, wahr? Sparkasse Online-Banking Berlin. So, auf Login. Gehen wir hier einmal. Online-Banking. Da würde ich Sie einmal bitten, dass Sie kurz Ihr Anmeldename und den PIN eintragen. Oh, das weiß ich, hab das noch nie benutzt. Da muss ich gerade mal kurz im Ordner gucken und im. Schauen Sie mal in Ordnung, wir machen das gemeinsam. Ja, das ist großartig. Also ich habe dem Herrn Doktor auch gerade schon berichtet, dass das mit Lenovo, dass sie da ja so gut helfen. Ich glaube, der hat nicht verstanden, was ich ihm erzählt habe. Vielleicht können Sie dem mal Werbematerial schicken, dass der vielleicht Gerne. auch Ihre Bildschirme kauft, nicht wahr? Gerne, gerne, Weil das mache ich der gerne. Mann ist ja Hals-Nasen-Ohrenarzt, nicht wahr? Und er hat ja den Spitznamen Kopfnuss-Kalli. Okay. Vielleicht können Sie dem mal was schicken. Also so, sagen wir Gerne, gerne, speziell. gerne. So, weil die haben auch immer so dreckige Tastaturen. Gibt's da waschbare bei Ihnen? Natürlich, da gibt es auch Waschbare, die kann man einfach nur unter Spüler reintun, einfach nur abwaschen, In abwaschen. Geschirrspüler? Nicht den Geschirrspüler, einfach mal nur den Hahn anmachen und waschen. Da geht auch kein Wasser rein, gar nicht, weil das ist ja wasserdicht. Das ist das Gute. Die Jetzt ist neu raus. Geschirrspüler ist wasserdicht. Nicht in Gesch Nein, nicht in Geschirrspüler. Einfach mal den Spüler, den Wasserhahn anmachen Ah, und den einfach mal, Hahn. genau, einfach mal drüber Ja. spülen, weil das ist Ich wasserdicht. sag Ihnen da, wo wir es Und gerade von Wasserhahn, da ist mir neulich, bin ich ja, sag ich mal, im Prinzip in Baumarkt gegangen. Da ist mir der Brauser heruntergefallen, also der Duschkopf, nicht wahr? Und der ist okay. kaputt gegangen. Das Oh war bei mein Gott. mein Enkel, der hatte geduscht. Und dann bin ich in den Baumarkt gegangen und habe dem gesagt, dass der Browser halt abgestürzt ist und dass ich da einen neuen brauche. Und er Okay. kannte das Wort Browser nicht, sondern der ist halt davon ausgegangen, dass ich das Ding vom Computer meine und hat mich dann in Elektrofachmarkt geschickt, wo ich dann gesagt habe, ich Okay. habe meinen Browser aber hier gekauft. Der hat wahrscheinlich gedacht, ich merke nicht mehr, was ich mache. Ich vergesse ja öfter mal Sachen. Und dann bin ich in Okay. Elektrofachmarkt gegangen und habe gesagt, mein Browser ist abgestürzt und ich brauche einen neuen. Dann hat Oh der Gott, gesagt, da okay. müssen Sie einen Techniker anrufen, hat mir eine Telefonnummer gegeben.
Dann habe ich da angerufen und er hat mir dann erstmal erklärt, dass er ja im Prinzip nur für die Reparatur von Computern zuständig ist. Warum ich denn wegen der Dusche bei ihm anrufe? Da sage ich ja, der Browser ist abgestürzt und der ist abgebrochen. Und da war halt auch das Problem, dass man unter Browser ja zum einen den Duschkopf versteht, zum anderen ja aber, sag ich mal, das Ding mit dem Internet, wo man da sich die Sachen angucken kann. Und dann bin ich doch wieder zum Baumarkt gefahren und hab dann gleich mit der Filialleitung gesprochen. Und da war das dann kein Problem mehr. Da habe ich dann, sag ich mal, einen neuen Browser gekriegt. Natürlich, natürlich. Das ist eine Riesensehe. Ich muss ja weitergehen. Ich kann ja nicht ohne Dusche hier leben. Ich bade zwar auch ganz gerne mal, aber es ist ja, sag ich mal, auch erquicklich, wenn man sich nach einem harten Tag in der Maulwurfsschule dann halt auch einfach mal unter die Dusche stellen kann. Natürlich, da haben Sie natürlich vollkommen recht. Das ist wirklich so. Weil man manchmal baden hilft nicht. Man muss einfach nur mal duschen. Ja. Und da haben Sie recht. Das ist schon notwendig. Ich weiß ja nicht, ob Sie das oder ob wir darüber gesprochen haben. Weil wir haben ja im Prinzip hier so eine Maulwurf-Aufzuchtstation im Haus. Das ist quasi so ein Bürgerprojekt von den Grünen, weil, sag ich mal, das gibt ja, hier ist ja alles betoniert und da sind ja so alle 20 Meter gibt's ja noch so einen Baum. Und das Problem ist halt, wenn sich da so ein Maulwurf dann mal hochgräbt, die gehen, sag mal, prinzipiell nicht in das gleiche Loch wieder rein, das sie gegraben haben. Das Problem ist aber, da ist ja nur dieser Baum. Das heißt, die können ja nicht in Beton reingraben. Die bleiben dann da einfach sitzen und warten auf ihr Ende. Und wir haben dann im Prinzip diese Auffangstation, wo die Leute halt die Maulwürfe hinbringen können. Und da kümmern wir uns dann um die. Ja. Oh, super, super, super. Wussten Sie, dass Maulwürfe bevorzugt Maiskörner fressen? Ich habe davon gehört. Aber ich habe das noch nie live gesehen, aber ich habe davon gehört. Also ich glaube, ich habe ein Bild davon, von den Maulwürfen. Lassen Sie mich mal kurz gucken. Also das sind die Hühner hier, nicht wahr? Warte mal gucken. Habe ich die hier mit drinnen? Nein. Wir wollten doch eine Buttermilch zusammen trinken. Gucken Sie mal, da habe ich eine. Mögen Sie Buttermilch? Ich mag Buttermilch. Ich mag sehr, sehr sehr gerne Buttermilch. Soll ich Ihnen mal sagen, was ich mit Leuten mache, die keine Buttermilch mögen? Und was? Das hier. Oh. Ja, das ist zum Verjagen von den Tauben, nicht wahr? Ja, da haben Sie natürlich recht. Weil die sagen mal, das ist ja das Problem, wenn Sie da einen Maulwurf sitzen haben, nicht wahr? Und der dann da halt geduldig wartet, bis die Sonne ihn dahin rafft. In der Zeit sind die halt leichte Beute für die Tauben. Und da sind wir dann halt auch vom Stadtratsamt dazu ermächtigt, sag ich mal, Schreckschusswaffen anzuwenden. Natürlich. Und das hält im gleichen Atemzug natürlich auch Terroristen fern, weil die davon ausgehen, dass die Bevölkerung hier halt bewaffnet ist. Aber sagen wir, da kann man ja höchstens eine Rakete mit abschießen, nicht wahr? Das stimmt, das haben Sie natürlich recht. So, ich finde das ja total interessant hier alles. Und wo ist denn jetzt dieser Dogecoin da, den ich haben wollte? Das macht alles der Broker mit Ihnen. Der Senior Broker, der zeigt Ihnen das Ganze. Ach, da ist der Doge, das ist ja auch weniger geworden. Das ist weniger, aber ist natürlich besser, weil umso mehr man jetzt investieren tut, umso mehr sind natürlich auch die Chancen, dass man die Profite natürlich auch gut erwirtschaften kann. Natürlich. Ich habe heute noch gar nicht geguckt, wo der Dogecoin überhaupt steht. Wo steht denn das nochmal? Nee, das wollte ich ja gar nicht haben. Wissen Sie, was der gerade kostet? Also der kostet nicht viel. Ich glaube, der ist aber arg abgestürzt. Die Tage war er irgendwie bei 70 Cent gewesen. Genau, aber jetzt haben wir natürlich, umso weniger die fallen, umso mehr profitieren wir dadurch. Das ist das Gute. Also wenn wir jetzt sagen, sag mal, dass wir da mal mit 15.000 anfangen, da wie viel? Genau. Ich habe doch hier irgendwo, sag ich mal, bestimmt doch, und da gucken wir mal.
Also ich habe ja früher immer alles mit Hand- und Kopfrechnen gemacht, aber das ist mir Okay. dann doch ein bisschen zu viel, nicht wahr? Natürlich. Also ist halt schon wieder gefallen. Gucken Sie Das mal, ist denn gefahren? da hätte ich 36.372 Dogecoins. Genau, Und hätten da Sie muss dann für man sich ja mal selber. rechnen, wenn das Ding jetzt, sag ich mal, morgen wieder 60 Cent kostet, ne? Genau. Wenn wir dann im Prinzip sagen, also nur das mal 0,2, also wenn ich ja 20 Cent Gewinn mache bei jedem, da würde ich ja an einem Tag 7.000 € Gewinn machen. So ist das. So Habe ich ist das. das richtig zusammengefasst? Sie haben das richtig zusammengefasst, Guck mal, ja. langsam versteht der alte Sack doch, was er da macht. Und Das ist schon sehr. wo kann man mit diesen Dogecoin dann einkaufen? Ist das schon so akzeptiert wie die Mastercard? Natürlich, das ist wie eine Mastercard, da bekommen Sie natürlich auch, wird Ihnen dann so wie eine Mastercard so eine Karte geschickt Ja. oder so ein Chip, wo Sie das Ganze dann auf dem Handy kleben können und mit das können Sie dann einzahlen, einkaufen, was Sie auch möchten natürlich. Das ja, und das ist dann die Dogge-Card oder wie heißt das? Genau, Doggy, genau, so ähnlich wie ein Doggy-Card Das ist ja, ist da auch dieser Hund vorne drauf? ist es dann. Ja, das, also wir werden Ihnen natürlich alle senden, wo Sie natürlich auch mit die Dogecoins zahlen können. Und Sie können natürlich auch was bestellen, online bestellen, mit was Sie auch möchten. Ob das jetzt in Deutschland ist, international und weltweit natürlich, haben Sie natürlich die Möglichkeiten dann überall mit Dogecoin zu zahlen. Das ist, Das also ist ich es sage Ihnen, tatsächlich. das ist, sage ich mal, eine List von den Politikern, weil wenn man auf die Geldkarte vorne diesen Hund drauf druckt, dann sind die Leute ja immer glücklich, wenn sie bezahlen und Geld ausgeben. Sonst ist das ja immer der Moment, wo man sagt, oh Gott, das will ich doch jetzt gar nicht ausgeben. Aber wenn auf der Natürlich. Karte dann der Hund drauf ist, dann ist man ja glücklich beim Einkaufen. So ist es, so ist es. Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Hahaha, das ist ja so großartig. Ich freue mich da ja schon richtig drauf. Ich freue mich auch. Das ist, wie lange machen Sie das So. denn da schon? Sie klingen Also, wie ein Profi. ich arbeite seit 7 Jahren hier. Ja, so lange schon. So lange schon, So ja. lange Ich gibt habe, es ich den habe. Dogecoin doch noch gar nicht, oder? Nein, also ich in der Finanzmarkt arbeite ich schon seit 7 Jahren. Ich arbeite eigentlich mit alles, ob das jetzt über den Bitcoin, über Amazon Aktien, Dow Jones Aktien, über die Banker gehen. Das heißt, 7 Jahre lang bin ich dabei Sind und kann Sie eins sagen. von Amazon, sind Sie auch? Ich bin auch von Amazon, ja. Ja, weil da habe ich ja im Prinzip mit DPD so ein Problem. Vielleicht können Sie, kann ich Ihnen da gerade noch mal die Bestellnummer geben? Gerne. Ja, das ist 19 Einen Moment 33 bitte. 1933, ja. Bindestrich Ja. 1945. Ja. Und dann Bindestrich Ja. 88. Ach, super. Wenn Sie da mal kurz gucken, da hatte ich ja im Prinzip den Wandteller bestellt mit dem Okay. Eulenmotiv und DPD hat das einfach vor die Tür gestellt und das ist gestohlen worden. Also das werden wir Ihnen dann nochmal schicken, das ist kein Problem. Ja, aber Das werden wir Ihnen. das ist ja halt die Frage. Ich würde gerne, wenn das nicht zu viele Umstände macht, dass Sie bei mir im Amazon-Konto, dass Sie da mit reinschreiben, dass ich nicht von DPD beliefert werden möchte, sondern nur von der Deutschen Post, weil da klingeln die noch und sind freundlich und die anderen, die schmeißen die Sachen irgendwo hin und sagen dann, das wäre ausgeliefert worden. Also, ich werde mich auf jeden Fall darum kümmern, machen Sie sich da keine Sorgen. Von der Ja. Deutschen Post werden Sie beliefert, ab Das ist heute. großartig. Das heißt, da werden wir ja nur mit der Deutschen Post zusammenarbeiten, machen Sie sich da keine Sorgen, da werden wir alles in die Reihe bekommen. Ja. Und ich schicke Ihnen das gerne nochmal und Sie müssen keine Kosten übernehmen, Sie müssen nichts mehr Oh. zahlen. Das ist ein kleines Geschenk von meiner Seite aus. Soll ich Ihnen da denn nochmal, sag ich mal, ein schriftliches Statement zuschreiben, dass das quasi nicht angekommen ist? Weil Sie müssen das ja dann Nein, auch müssen bei, Sie nicht. Sie müssen Nein, das ja auch nein. bei DPD reklamieren, sonst müssen Sie das Das ja mache gleich. ich, alles. Machen Sie sich da keine Sorgen bei Amazon, weil ich habe da auch Einfluss bei Amazon. Ich kenne auch den Chef persönlich Ja, wirklich? und
Ja, den kenne ich persönlich und da machen Sie da keine Sorgen, um das kümmere ich mich. Das ist ein kleines Geschenk von mir. Und ab heute werden Sie dann auch mit der deutschen Post natürlich beliefert, Das weil da ist haben Sie natürlich Vollkommen großartig. Nun wäre noch recht. die Frage, wie lange habe ich denn generell, sag ich mal, Gewährleistung auf Artikel, die ich bei Amazon kaufe? Also maximal 2 Wochen haben Sie da Zeit. Gewährleistung 2 Wochen? Genau. Genau. Nee, ich meine die gesetzliche Gewährleistung, also wie Garantie im Prinzip. Also die Garantie, die geht natürlich über ein Jahr. Ja, Ja, die geht über. was ist, da kann ich jetzt ja mal den Fachmann fragen, was ist denn der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung? Das verstehe ich immer nicht. Also Garantie ist eigentlich, wenn ich jetzt zu Ihnen jetzt zum Beispiel was kaufen soll, ich garantiere es Ihnen, dass es Ja. nicht kaputt ist, dass es gehen tut, dass es funktionieren tut. Und sollte Ja. da irgendwas sein, dass Sie dann die Möglichkeit haben, ein Jahr lang das Ganze zu stressen, nach einem Jahr können Sie mir das Ganze zurücksenden und Ja. dann, genau, da müssen Sie keine zusätzlichen Kosten übernehmen oder sonst irgendwas, sondern da haben Sie eine Garantie auf ein Jahr, auch wenn es kaputt gehen sollte, sonst irgendwas. Wir garantieren, dass ein Jahr oder 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre das Ganze funktionieren tut. Sollte das vorher kaputt gehen, schicken Sie uns einfach zurück und wir schicken Ihnen ein neues wieder zu. Ja, Das ich ist die weiß, Garantie. was eine Garantie ist, weiß ich, aber was ist der Unterschied zur Gewährleistung? Weil das hört sich so ähnlich an für mich. Also es ist eigentlich das Gleiche. Ist das Das ist eigentlich, Gleiche? ja, das ist eigentlich fast das Gleiche als ich. Sehr komisch, dass das dann unterschiedliche Namen hat. Naja, man hat natürlich auch viele Namen, weil Ja, es ich ist habe die ja Länder. auch, ich heiße ja auch Hans Joachim, nicht wahr? Ich habe ja auch mehrere Namen. Sehen Sie, das ist das. Und das ist nur, damit die Firmen sich präsentieren tun, die möchten natürlich auch seriös rüberkommen und nicht jetzt irgendwie ein Wort rausnehmen, wo die das auf der Straße lernen oder sonst irgendwas. Na, weil Ja. sie sind wirklich seriöse Unternehmen und dann nehmen sie natürlich mehrere Wörter, wo natürlich das Ganze auch zusammenpassen würde Ich oder passen könnte. verstehe. Das ist ja also Genau. ein groß eine. Naja, im Prinzip frage ich, weil ich hatte ja, sag ich mal, so einen Erwachsenenartikel bestellt. Sag ich mal, da bin ich sehr unzufrieden mit. Okay. Ist halt die Frage, wie wir da verfahren können. Also lassen Sie mir das Ganze alles machen. Ich werde das Ganze hier alles in die Wege leiten. Sie freuen sich nur. Sie bekommen von mir dann eine neue Tastatur mit einem Piraten natürlich drauf. Sie bekommen ein neues Bildschirm von mir. Und natürlich auch, Sie werden dann von den Deutschen Post beliefert, nicht von irgendjemand anderen, sondern Ja, direkt von der Deutschen Post. das ist großartig. Und sag mal, die Defekte, ne, defekt ist es nicht, aber das tut halt weh, wenn ich die Penispumpe einsetze. Können Sie die zurücknehmen, wenn die benutzt ist? Die können wir natürlich zurücknehmen, das ist kein Ja, Problem. das macht auch nichts, dass die schon ausgepackt und benutzt war. Nein, nein, Nun gut, nein, dann das ist packe kein ich Problem. das Ding wieder ein, nicht wahr? Ich mach's auch sauber vorher. Kein Problem. Vielen So, dann gehen Dank. wir gerne, gerne, immer wieder gerne. So, dann gehen wir natürlich auf Geschäftliche. Ich würde Ihnen einmal bitten, Ja. dass Sie kurz Anmeldename und den PIN bei der Bank eintragen. Ja, ich muss nur gerade mal gucken. Ich habe meine Brille Gerne. irgendwie beim Suchen vom Ordner. Weiß gar nicht. Lassen. Können Sie für mich schreiben? Gerne, ich schreibe für Sie, kein Ja, ich Problem. buchstabiere Gerne. Anton. Anton, alles klein, oder? Oh, Ja, am okay. Anfang groß. Ah, am Anfang los. Okay, Anton. Ida. Ida. Dora Siegfried, Dora Siegfried. Vogel, Vogel. Emil, Emil. Eule, Eule. Also ein. nein, Richard kommt als nächstes, Verzeihung. Dann Siegfried, Ja. Emil Udo, Emil Udo. Cäsar Heinrich, Cäsar Heinrich. Theodor Emil. Theodor Emil. Dann kommt ein großes Siegfried, Ein großer Siegfried. Theodor, Theodor. Ida. Ida. Das geht nicht mehr. Ich Das dachte, ist der Anmeldename, oder? nee, das von PayPal, das wollten Sie doch haben, oder nicht?
Ah, das ist vom Paper. Super, das nehme ich mir gleich. Warten Sie mal, ich tue das nur schnell mal kurz Kopie machen, dass ich das auch dann hier habe. Weil bei PayPal, da weiß ich auch, wie das funktioniert. Aber sag ich mal, dass dieses Online-Bank-Ding, da bin ich ja noch ganz unbedarft. Kein Problem. Also wir benötigen von Online-Banking einmal den Anmeldename und den PIN. Ja, Das haben Sie, denke ich, mal. da muss ich dann aber noch mal gucken. Ich dachte, das wäre das Gleiche gewesen. Nein, nein. Also Anmeldename und PIN müsste bei Ihnen stehen. Wenn Sie Online-Banking haben, dann Sie haben, nehme ich mal an, auch einen TAN-Generator bekommen, oder? Ja, das, also dieses kleine Gerätchen, nicht wahr? Genau. Ja, ich weiß echt nicht, wo ich das. Ich werde mal nebenbei gucken hier. Ich habe so eine Schublade mit den ganzen Briefen, die man nie braucht, ne? So Werbung und sowas, weil ich habe ein Problem damit, Sachen wegzuwerfen. Weil das könnte ja Okay. sein, dass man das nochmal braucht, alles. Und sehen Sie, heute Ja, brauche ich das. Da habe ich im das Prinzip haben recht gehabt. Die wollten mir ja schon Sie. die Wohnung zwangsräumen, weil ich alle Sachen aufhebe. Aber das sind Okay. halt alles miese Gangstalker, von denen lasse ich mich nicht vertreiben. Das stimmt, da haben Sie, das wird ja auch nicht machen, um Gottes Nee, Willen, das also. darf ja auch nicht sein. Oh, So wo ist steht es. das? Ich muss jetzt ja noch mal ganz doof fragen. Ich habe ganz vergessen, wie Ihr Name war, junger Mann. Gerne, mein Name ist Sebastian Richter. Das ist ja groß. Ich muss mich ja mal, das hätte ich fast beschweren gesagt. Ich muss ja mal bei Lenovo mich mal bedanken, dass die, sag ich mal, und bei Amazon natürlich, dass die, sag ich mal, so großartige Mitarbeiter haben. Gerne. Gehört Lenovo denn zu Amazon oder wie hängt das zusammen? Das ist eine Tochtergesellschaft von Amazon. Ach so, das ist Genau. großartig. Sag mal, die Drogeriemarktkette Rossmann, die gehört da nicht zufällig auch dazu, Nein. oder? Also die hat dazu gehört, aber nicht mehr. Nicht mehr? Nein, nicht mehr. Die gehört nicht mehr dazu, weil Ich habe nämlich obwohl. so eine Treuepunktekarte. Also Okay. ich hab im Prinzip so neulich so eine Abrechnung bekommen. Ich habe ja im Prinzip 16 Hahnenpunkte und 237 Hühnerpunkte, aber ich kann mich nicht mehr an mein Passwort erinnern, weil ich würde das Okay. gerne einlösen für einen Hühnerkorb im Gerne, gerne. Internet. Das ist kein Problem. Dann kümmere ich mich auch um das. Ist kein Problem. Da werden wir auf jeden Fall eine Lösung gemeinsam finden. Und dann werde ich natürlich auch das Passwort und den Benutzernamen nochmal raussuchen. Und werde Ihnen dann das Ganze dann auch sofort mitsenden, wenn Sie das gerne möchten. Ja, also das ist ja, ich guck noch mal kurz in den Katalog wegen der Bestellnummer. Einen Moment bitte. Kein Problem. Also ich wollte den Hühnerkorb gerne in weiß, weil ich wollte ihn selber anmalen. Ah, okay, ist kein Problem. Ich habe da noch so eine Wette laufen mit einem alten Okay. Schulkameraden, der fordert im Prinzip seit 35 Jahren immer wieder, dass ich seinen Hühnerkorb anmale. Und da dachte ich, ich könnte Okay. die Punkte jetzt ja auch mal, sag ich mal, ausgeben. Okay. Sie sind ja ein Multitalent, junger Mann. Dankeschön. Was haben Sie denn gelernt beruflich, dass Sie da so eloquent und engagiert sind? Also, habe ich Fliesenleger gelernt, also ganz am Anfang. Fliesenleger? Ganz, Wie kommt man ja, denn ganz. dazu jetzt zu solchen Sachen? Also, das war von der Schule eigentlich. Das war damals von der Schule aus, weil wir müssten ja Praktikum machen. Und das hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Und dann habe ich meinen Abschluss gemacht. Zweites und drittes Jahr habe ich zusammengetan Ja. und habe eigentlich super abgeschlossen. Und dann habe ich gedacht, okay, ist nichts für mich. Da habe ich ein QA gemacht mit 1,0. Ein Koala? Ja, ein QA ab mit 1,0 Abschluss habe ich gemacht. Und ein Freund von mir, weil ich wollte immer gerne wissen, was die Börse, was wie das Ganze in der Börse ablaufen tut. Ja. Und da habe ich einen Freund mal getroffen, habe ihn lange nicht mehr gesehen, und er arbeitet direkt bei der Frankfurter Börse. Ach so. Und habe ich zu ihm gesagt, ja, kannst du mich mal da reinbringen? Also, wäre da eine Möglichkeit, dass man mit dem Chef ein Gespräch halte? Er sagt, ja, ich rede mal mit dem Chef und dann schauen wir, was wir da machen können. Und dann hat mich der Chef 2 Wochen später angerufen, bin ich zum Vorstellungsgespräch hingegangen, habe mein QA mitgebracht, habe alles mitgebracht. Ja, und dann habe ich erstmal
2 Jahre lang Schulung machen müssen. Ja, also so mal und hausinterne Ausbildung oder so richtig. Genau. So richtige Schulung, es ging über London. Ich war auch schon in den USA. Hab dort auch eine Lehre gemacht, hab dort alles gemacht und dann bin ich wieder zurückgekommen. Ja, und seit da arbeite ich eigentlich hier und mir geht es eigentlich super. Ich kann mir keinen besseren Job vorstellen. Das glaube ich Ihnen. Wenn man Menschen so viel Gutes tun kann, da geht man doch bestimmt stolz nach Hause und guckt dann eigentlich abends schon, beim Zähneputzen in den Spiegel und sagt, heute habe ich wieder ganz vielen Menschen geholfen, dass denen das besser geht. Natürlich. Also ja, ich hatte letzte Woche um die 50 Aufzahlungen. Sie selber? Bei meinen Anlegern musste ich 50 Anleger auszahlen und ich war einfach nur glücklich. Weil jeder hat das Geld bekommen, alle wurden per Blitzüberweisung, wurde das Geld transferiert auf das Girokonto, wie zum Beispiel bei der Sparkasse, ja. Deutsche Bank, Hausbank, alles. Und das ist eigentlich einfach nur das Beste, was man machen kann und da bin ich einfach nur glücklich darüber. Das glaube ich Ihnen. Äußerst schön. Das hört man richtig raus, dass Sie das gerne machen. Natürlich. Also immer wirklich gerne meinen Job. Ich kann mir keinen besseren Job vorstellen. Und ich hoffe, ich bleibe noch lange hier. Das glaube ich. Das ist echt toll. Ach ja, wie lange müssen Sie heute arbeiten? Also heute bin ich bis um 18:30 Uhr bin ich im Büro. So lange? Und kann man denn da, ja, sag ich mal, den ganzen Tag die gute Laune auch behalten? Natürlich. Also es wird manchmal stressig, weil ich um 18 Uhr gehe ich erstmal nur für 10 Minuten was essen, eine halbe Stunde, und dann bin ich bis um 12:01 Uhr in der Nacht bin ich im Büro. Oha. Dauert das so lange, die Leute glücklich zu machen? Das dauert richtig lange, aber am Ende tut sich das lohnen. Das glaube ich. Ich mache das gerne. Zahlen die denn gut? Also die zahlen richtig gut, ja. Das glaube ich. Ich kann eins sagen, innerhalb von diesen 7 Jahren, was ich hier bin, weil ich trade selber, ich handle selber. Und ich kann sagen, innerhalb von diesen Jahren bin ich ein junger Kerl, der millionenschwer geworden ist. Tatsächlich? Ja, ich bin jetzt millionenschwer. Ich bin 35 und habe Millionen auf mein Konto erwirtschaftet. Auf meine Hausbank. Also ich kann meine Familie glücklich machen, ich kann mein Kind glücklich machen und das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Das ist ja, sag ich mal, schon eine ganz schöne Leistung. Aber in Ihrem Fall muss man halt dann halt auch mal gnadenlos zugestehen, dass Einbildung halt auch eine Form der Bildung ist, nicht wahr? Natürlich. Also ich sag mal so, Geld, für mich tut nicht die Welt regieren. Für mich tut die Welt regieren, wenn man gesund ist. Ja. Gesundheit geht vor. Wenn ich weiß, meine Familie sind glücklich, auch mit wenig Geld würde ich klarkommen. Hauptsache, mit den Menschen komme ich klar. Man ist gesund, man ist glücklich. Das kann keiner wegnehmen, weil Geld ist nur ein Papier, der gedruckt worden ist. Und das stimmt. Natürlich braucht man Geld, klar, natürlich. Aber so gierig nach Geld bin ich nicht. Nein, das ist auf keinen Fall. Wirklich nicht? Nein. Warum? Weil ich tue auch wirklich, ich tue auch Hallo. Über 100.000, ja? Hallo, hier ist Dimitri. Wer bist du? Wer sind Sie? Hier ist Dimitri von Radio Hamburg. Wir haben dich gerade eine Dreiviertelstunde verarscht, wie du alten Leuten versuchst, das Geld wegzunehmen. Was bist du denn für eine armselige Kreatur, Alter? Alter, wer bist du überhaupt? Ich bin Dimitri von Radio Hamburg. Du bist live auf Sendung bei uns. 15.000 Euro, ich arbeite bei Lenovo, ich arbeite bei Amazon, ich arbeite bei Rossmann, ich bin Millionär, was bist du für eine arme Kreatur? Kannst du abends noch in den Spiegel gucken oder musst du da kotzen? Also ich kann nicht jedes Mal in den Spiegel gucken. Das glaube ich dir. Schlechten Menschen geht's immer gut, sagt man, richtig? Nö, gute Menschen geht's immer gut. Schämst du dich gar nicht? Warum soll ich mich schämen? Weil du alte Leute am Telefon verarscht. Wieso habe ich den verarscht? Ich schicke dir eine Piratentastatur, die Telefonnummer, die Artikelnummer gibt's gar nicht, Bestellnummer 00WC frisch, Tastaturmodell, klappriger Klabautermann, haben wir alles da. Login-Konto, PayPal, AIDS, verseuchte Stinktiermama, klar, gar kein Problem. Wäre alles Quatsch, was wir dir erzählt haben. Du hast alles geglaubt, hast alles bestätigt, wir schicken dir Tastatur und Bildschirm und Schutzmittel und Geschenke. Was bist du für ein armseliger Typ, Blöd?
Wer bist du überhaupt? Dimitri von Radio Hamburg. Wir machen Reportage über Telefonbetrüger. Du bist live auf Sendung. Echt, dann tun wir erstmal gescheit Deutsch lernen und dann können wir weiterreden. Sagst du mir gerade, ich soll gescheit Deutsch lernen? Was ist bei dir denn kaputt in der Birne? Lern mal erstmal gescheit Deutsch und dann kannst du mit mir weiterlabern. Ja, warte, ich gebe dir meinen deutschen Kollegen. Hallo, hier ist der Dorian. Du wolltest mit einem Deutschsprachigen reden, du Rassist? Echt, oder? Du Rassist. Ja, du bist offensichtlich auch ziemlich rassistisch. Nicht nur Telefonbetrüger, auch noch ein Nazi, oder was? Ja, ich bin ein Nazi, ja. Das glaube ich dir sogar. Warum betrügst du Leute am Telefon, erzähl mal? Hast du keine richtige Arbeit gefunden? Wurdest du zu Hause immer geschlagen? Findest du keine Freundin? Ja, ich wurde von deiner Familie geschlagen, jedes Mal. Ja, verdient hättest du das. Aber ich lehne Echt, Gewalt oder? Ab, ich bin Pazifist. Echt, oder? Aber wenn Schwule bist du auch, oder? Ich ja, hast du da auch ein Problem mit? Ja, ich hasse Schwuchteln. Ja, du hast alles. Alles, was irgendwie nicht in deine Geldwelt da reinpasst, ne? Aber Geld ist ja nicht wichtig für dich. Nein. Geld ist nicht also wir kriegen hier schon ganz viele E-Mails und Anrufe von Zuhörern, die dich sowas von böse beleidigen, dass ich das hier nicht mal vorlesen kann. Echt, oder? Ja, vielleicht kannst du ja mal reinschalten bei uns. Wir haben gleich noch eine Diskussionsrunde mit dem Herrn Lambrecht vom Landeskriminalamt. Der wird das auch noch mal analysieren. Da legt er dann auf. Was ein Pisser, ein Elender. Mal gucken, ob er noch irgendwas auf dem Computer probiert. Gucken wir hier oben. Lenovo. Gibt's hier irgendwas, dass wir das melden können bei dem? Ha, jetzt hat er sich rausgeklickt. Egal, ist alles gesichert. Und der Typ hat jetzt hoffentlich nochmal richtig Schiss gekriegt. Was für elende Kreaturen.